Hallo zur Mountainbike-Reihe Werkstatt. Heute erkläre ich euch mal, wie man eine Schaltung vernünftig wartet und, wenn es sein muss, Teile austauscht und die Schaltung neu einstellt. Bevor man jetzt hier in Panik gerät und alles austauscht, habe ich erstmal so ein paar Kleinigkeiten für euch, die man einfach vorher checken sollte. Das erste, was einfach sehr gerne passiert, ist, dass sich das Schaltwerk löst und wenn das passiert, stimmen die Abstände nicht mehr. Dann ist klar, springen die Gänge nicht mehr sauber von Ritzel zu Ritzel und deswegen als allererstes, wenn Schaltprobleme auftreten, einmal checken, ist diese Schraube fest. Ist sie, dann kann es weitergehen. Als nächstes sollte man einfach einmal die schwarze Außenhülle checken. So Stellen wie hier zum Beispiel. Wenn die Kette dagegen schlägt, kann es zum Beispiel mal passieren, dass sich diese Hülle aufreibt. Dann kann da Dreck reinkommen, dann läuft der Zug nicht mehr sauber. Ja, das ist etwas, was gerne mal passiert. Einfach mal einen Blick drauf werfen. So, dasselbe gilt für die Endstücke von den schwarzen Außenhüllen. Da kann es auch mal passieren, dass sich diese Endkappen auflösen oder alles ausfranst. Selbes Spiel, wenn das alles nicht mehr sauber sitzt, ist der Zug vom Schaltzug nicht mehr richtig. Dadurch verändern sich die Schaltvorgänge und es ist nicht mehr sauberes Schalten. Also diese Punkte checken, bevor ich mir Sorgen um meine grundsätzliche Schaltperformance mache. So, wenn die Punkte alle überprüft sind, das System also sozusagen in einem guten Zustand sich befindet, dann kann es trotzdem sein, dass mit der Zeit Dreck und Schlamm, was auch immer, Wasser in den Schaltzug gerät und das Ganze sich irgendwie festgammelt. Und ja, dann hilft eigentlich nur eins, kurz den Schaltzug wechseln, das ist keine große Action. Wie das geht, zeige ich euch jetzt mal. Ja, als erstes muss der alte Schaltzug raus, ist logisch. Da kommen wir auch schon zu einem sehr wichtigen Werkzeug. Das ist der Cable Cutter. Sag mal so, das geht auch sicherlich mit einer Knipex, aber wer Spaß bei der Arbeit haben möchte, besorgt sich so ein Tool. Damit geht das einfach besser. So. Das ist jetzt natürlich bei jedem Schaltungshersteller ein bisschen anders. Bei SRAM schraubt man den Deckel auf, ab. Gibt auch Schaltgriffe, da sollte man am besten gar nichts abschrauben. Und dann kann man hier den Zug normalerweise relativ easy rausmachen. So, manchmal reicht es auch, wenn man einfach nur den Schaltzug an sich tauscht. Wir wollen jetzt aber auch noch die schwarze Außenhülle tauschen. Das ist gerade bei Carbonrahmen mit innen verlegten Schaltzügen manchmal gar nicht so einfach. Und dafür habe ich dieses kleine Teil gefunden, und zwar das ist eigentlich ein Reparaturersatzteil für die Reverb-Sattelstütze. Das ist sozusagen eine Kupplung, mit der man zwei Schaltzüge aneinander dengeln kann. Und wir ziehen jetzt sozusagen den neuen Schaltzug mit dem alten, den wir hier rausmachen wollen, durch den Rahmen durch. So. Oben drücke ich ein bisschen. Dadurch, dass die miteinander verbunden sind, kann ich das jetzt einfach durchziehen, ohne dass ich da unten gleich irgendwie angeln muss. So, jetzt haben wir den Zug. Verlegen wir jetzt erstmal grob, so wie er
sein muss, aber bevor wir ihn hinten einfädeln, sollte man noch mal einmal kurz das Ende des Zuges checken. In dem Zug ist eine kleine Hülle aus Kunststoff und beim Abknipsen quetscht man die schon mal zusammen. Und damit der Zug gleich durchgeht, muss man mit irgendwas Spitzem, also einem kleinen Inbusschlüssel oder einem Nagel, gucken, dass das durchgängig ist. Einfach so ein bisschen aufhebeln. Dann kann man die Endkappe draufquetschen. Dabei ist es wichtig, dass man die wirklich auf Anschlag draufquetscht, weil hinterher, wenn hier noch Luft ist, ergeben sich dadurch wieder Ungenauigkeiten, wenn sich das setzt. So, als nächstes geht es darum, die richtige Länge des Zuges zu ermitteln. Wir haben hier oben das Ende, unten ist es mehr oder weniger vorgegeben. Und zwar gehen wir einfach davon aus, dass wir den Lenker einen gewissen Grad einschlagen müssen. Ich würde sagen, beim Enduro ist es so cool, beim Downhill-Rad ist es durch die Doppelbrücke vorgegeben. Also nehmen wir einfach den Lenker, drehen ihn so weit ein, wie wir meinen, dass es muss. Ich würde es so machen, dann kann man auch mal stürzen, ohne dass vielleicht alles abreißt. Und demzufolge knipsen wir den jetzt hier ab. So, als nächstes kommt der neue Schaltzug. Der muss natürlich erstmal in den Griff eingefädelt werden. Warte. Deckelchen wieder drauf. So. Als nächstes, relativ wichtiges, empfehle ich diese obere Schraube, mit der man hinterher die Schaltung einstellt, auf ein relativ gesundes Mittelmaß einzustellen. Also nicht komplett rein, nicht komplett raus, denn sonst ist man gleich sehr eingeschränkt. Wichtig ist erstmal, dass die Kette auf dem kleinsten Ritzel ist, in dem Falle gegeben. Das nächste Wichtige ist, den Zug schon so ein bisschen vorzuspannen. Denn je besser das von vornherein passt, desto weniger muss man hinterher einstellen. Also ein bisschen ziehen und gleichzeitig die Schraube fixieren. So, einmal hochschalten. Wenn sich unten was bewegt, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ansonsten war nicht genug Spannung auf dem Zug. So, geschafft. Die Schaltung ist grob montiert. Jetzt müssen wir sie nur noch einstellen, richtig, damit die Gänge flutschen. Beim Schaltung einstellen ist wichtig, dass man ruhig und besonnen vorgeht. Meine Spezialität. So, wir sind ganz unten und schalten einen Gang hoch und gucken, was passiert. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Kette geht überhaupt nicht aufs nächste Ritzel, dann ist zu wenig Zug auf dem Schaltzug. Oder was hier passiert, es springt ein bisschen über, dann ist der Zug zu stark gespannt. Egal was es ist, das können wir oben mit dieser Schraube justieren. So. Also in diesem Falle ist der Zug zu doll gespannt, das heißt, ich muss ihn etwas entspannen, indem ich oben die Schraube rechts reindrehe. So, dann wieder testen. Springt nicht mehr über, das ist schon mal gut. Also der erste Gang macht schon mal einen guten Eindruck. Und so gehen wir jetzt weiter. Wenn der erste sitzt, schalte ich auf den nächsten. Sitzt auch sauber. Und so schalte ich mich jetzt durch die ganze Kassette durch. Und je höher ich komme, kann es halt passieren, dass noch mal leichte Unsauberheiten entstehen. Entweder schaltet es nicht sauber hoch oder nicht korrekt runter. Und in diesem Falle muss ich dann oben nochmal einen Klick oder zwei Klicks nachjustieren und gucken, ob es geholfen hat. Man sieht, es geht ziemlich schnell, wenn man vorher ordentlich gearbeitet hat. Boris, verstanden? Ja. So, eine Kleinigkeit müssen wir jetzt zum Schluss noch einstellen. Und zwar ist das der Bereich, über den das Schaltwerk sich bewegen kann. Das heißt, wenn es sich zu weit nach links bewegt, kann die Kette überspringen und dasselbe gilt für rechts. Dafür gibt es hier diese Schrauben, die dieses Limit eingrenzen.
Die verstecken sich bei SRAM-Schaltwerken hier unten drin. Bei Shimano gibt die auch. Da sehen die ein bisschen anders aus. Ist auch egal. Auf jeden Fall, bei SRAM ist die rechte für das linke Limit und die linke für das rechte Limit zuständig. Sollte es jetzt also passieren, dass das Schaltwerk zu weit nach links wandert, wenn ich hier oben drücke und die Kette dadurch nach links abspringen kann und sich zwischen Speichen und Kassette verheddert, dann muss ich die rechte dieser beiden Schrauben ein bisschen reindrehen. So, jetzt haben wir hier noch eine Schraube, die sich hier versteckt. Mit dieser Schraube kann ich den, sagen wir mal, Grundwinkel des Schaltwerks einstellen, der sich in erster Linie auf den Abstand von Kassette zum Schaltröhrchen, zum oberen, auswirkt. Der sollte natürlich nicht zu groß sein, aber natürlich darf auch das Schaltröhrchen nicht an den Zähnen der Kassette schrappen. Ich knipse jetzt eben noch den Zug ab, so eine schöne Endkappe oben drauf. Dann franzt nichts aus und es sieht ordentlich aus. Das wäre schließlich ein ordentliches Fahrrad. Schaltung eingestellt, alles läuft wieder. Ich mache jetzt nur noch wieder den Kettenstrebenschutz dran. Und ja, ihr seht, es ist eigentlich ganz einfach. Wichtig ist, ruhig bleiben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Es gibt für fast alles eine sinnvolle Erklärung. Was ihr alles checken könnt, habe ich euch gezeigt. Und am Ende macht Übung den Meister. Ich sag mal, viel Spaß beim Schrauben.